Hallo, mein Name ist Petra Wasiluk. Ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast, Katharina Steinruck. Sie war im letzten Jahr die beste deutsche Läuferin beim Mainova Frankfurt Marathon und wird auch in diesem Jahr an der Startlinie stehen. Ja, Katharina, ich kenne ja noch deine Mutter. Ich war mit ihr zusammen damals 1996 in Atlanta bei den Olympischen Spielen. Ich weiß, ich kann dich noch daran erinnern, an früher, wie das so war für dich. Ja, also ich bin ja quasi mit dem Laufsport groß geworden, da eben meine Eltern im Leistungssport ja auch selber groß geworden sind und den natürlich dann auch gelebt haben. Also ich bin eigentlich durch damals einen Klassenkameraden in der Grundschule zur Kinderleichtathletik gekommen und dann damals durch befreundete Triathleten überhaupt zum Laufen. Und mir ging es halt vorwiegend immer um die Wurst danach. Jetzt ist deine Mutter deine Trainerin. Wie ist das so für dich als die Tochter? Ist deine Mutter ein Vorbild für dich? Sie hat ja schon so ein bisschen was vorgelegt. Du jetzt als erfolgreiche Marathonläuferin, wie ist das für dich? Inspiriert dich das oder hast du deine Inspiration, holst du die woanders? Ja, also meine Mama ist auf jeden Fall ein Vorbild, mein Papa aber auch. Natürlich nicht nur auf sportlicher, sondern eben auch auf privater Schiene. Was sie geschafft hat, die Leistung, das ist absolut gigantisch und ich weiß auch, dass ich das mal nie erreichen werde. Ich weiß, man darf nie sagen, aber ich bin nun mal auch Realist und es waren halt damals doch ein bisschen andere Zeiten als heute. Ja, Katha, ich berate ja mit der Mainova seit vielen Jahren Läufer und Läuferinnen auf dem Mainova Frankfurt Marathon vor. Wie ist es für dich als Spitzensportler, gemeinsam mit den breiten Sportlern am Start zu stehen? Marathon ist einfach die Disziplin oder die Sportart, die ja den Leistungssport, den Spitzensportler mit dem breiten Sport verbindet. Und das gibt es nirgendwo anders. In einem Stadion wird nie ein Hobbyläufer neben einem Leistungssportler an der Startlinie stehen. Und das ist halt das Tolle bei Straßenläufen und vor allem hier in Frankfurt. Man begegnet sich auf der Strecke, man läuft ab und zu aneinander vorbei, man wird zubejubelt und alle bewältigen diese Strecke und haben alle den gleichen Zieleinlauf mit der Frankfurter Festhalle. Also der Marathon ist einfach ein Event, was verbindet. Vielen Dank, Katharina. Weiterhin viel Erfolg bei deiner Vorbereitung auf den Mainova Frankfurt Marathon. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Poste hier unten.